Willkommen bei Underdog Games. Wir spielen Factorio mit dem Overhaul-Mod-Pack Crastorio 2. Dieses Spiel bzw. diese Staffel richtet sich eigentlich an Anfänger oder so Mid-Gameplayer. Die Profis werden hier nicht viel rausziehen können, aber wir werden unheimlich viel Spaß haben. Und ich sag mal, es wird wenig geschnitten, sodass wir viel Try and Error haben. Und alles andere klären wir dann. Es gibt noch so ein paar Stichpunkte, wie zum Beispiel das Thema hier, Lock-Like. Das ist ein Thema. Das andere Thema ist, wie sehr ist mein Humor schwarz und wie weit wollt ihr mir zugucken? Aber all das kommt jetzt in den nächsten Folgen dran. Wir werden uns das Mod anschauen, beziehungsweise welche weiteren Mods habe ich noch mit installiert, dass ich zum Beispiel aussehe wie ein Tech-Priester, beziehungsweise wie Mechanicus persönlich. Warum habe ich hier oben fliegende Skulls von Warhammer 40k rumballern und wieso ist da Stroh rum? Nee, wieso liegt da Stroh rum? Ihr wisst schon, was ich meine. Und ich würde sagen, wir fangen an. Beginnen tun wir natürlich, indem wir hier erst einmal den Kram abhacken. Wichtig ist mir zu sagen, es gibt kein Game Breaking. Das heißt, alle Mods, alle Sachen, die installiert sind, sind entweder original als Modpack von Crastorio 2 oder es sind für mich Quality of Life Mods, die einfach mir ein bisschen den eigentlichen Factorio-Alltag vereinfachen. Es ist nichts, wo wir einen Multiplikator haben, wo es zum Beispiel heißt, ja, jetzt drücke ich da drauf, dann habe ich anstatt ein Eisen 50 Eisen oder 5000 Eisen. All die Sachen, die triggern mich nicht, dann kann ich nämlich gleich kreativ spielen. Und das ist ja nicht der Fall. Ich möchte mein Belohnungszentrum, in dem Fall unser Belohnungszentrum, hart triggern. Bedeutet viel Arbeit, viel Grind und da Grind und dann bekommen wir was Schönes dafür. Und das hat das Mod tatsächlich faustdick hinter den Ohren, denn was es alles kann, ist brutal. Das Endziel dieser Staffel wird sein, dass wir A, mich reich machen, berühmter YouTuber, riesig groß, ihr teilt alles und das Ende dieser Staffel wird sein, dass wir im Forschungsbaum hier unten dieses wunderschöne, Achtung, ich lese es vor, ein intergalaktischer Transreceiver bauen. Das Thema Transreceiver ist haben wir überall in aller Munde. Also auf jeden Fall, den müssen wir bauen und aktivieren. Der braucht ziemlich viel Strom und so. Und wenn der dann gestartet ist, ist wohl das Spiel zu Ende. Wenn ich richtig verstanden habe, ich habe mich extra nicht gespoilert. Aber bis dahin ist ein weiter Weg. Wenn ihr neu seid, Factorio, empfehle ich euch eigentlich erst einmal, das Grundspiel durchzuspielen. Ja, das heißt, ihr spielt das Grundspiel, fangt mal an, macht Vanilla einen Durchlauf, startet die Rakete. Ich habe dafür ungefähr 934 Stunden gebraucht oder so. Habe es auch erst mit der YouTube-Community geschafft, da auch wirklich dran zu bleiben. Und der nächste Lauf war dann so ein bisschen, den ich gemacht habe, mit ein paar Mods, was die Monster schwerer gemacht hat. So, die haben wir auch geschafft, haben wir auch durchgespielt. Aber in dem Fall jetzt hier Crastorio oder Space Exploration, glaube ich, heißt es, habe ich nie geschafft. Das ist diesmal das Ziel. Wir schaffen das. Und beim Thema wir schaffen das, ist es so, dass wir tatsächlich wir das schaffen müssen. Ich habe es vorhin mal kurz erwähnt, ich habe hier so einen neuen Knopf. Das ist hier das Lock-Like. Like-Lock, das könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Es geht darum, wir machen eine Folge. Ich mache eine Folge, ihr schaut euch die an. Na toll. Wenn ihr, ich habe gerade den falschen Knopf verdrückt. Wenn ihr dann die Folge gut findet, dann könnt ihr die natürlich liken. Wenn ihr die nicht gut findet, könnt ihr die natürlich auch nicht liken, ist ganz klar. Und dann mache ich es bei 50 Likes, in diesem Fall, ich lasse es euch einfach mal an, dass man es mal sieht. Bei 50 Likes auf dieser Folge mache ich die nächste Geschichte frei, beziehungsweise schalte die nächste Folge live. Warum mache ich das? A, weil ich ein geldgieriger Sack bin. B, weil es mir total auf den Keks geht, dass tatsächlich in den ersten Folgen Hunderte und Tausende Menschen zuschauen und schreiben und machen und tun. Und auf einmal geht das Bach runter. Das ist überall so. Ich habe mal verschiedene Kanäle verglichen. Bei denen ist es ähnlich. Aber ich würde ganz gerne ein bisschen gegensteuern. Denn zum Schluss ist es so, wenn ich an Folge 30 ankomme, gucken noch 25 Leute mit. Das ist der harte Kern. Und am Ende des Tages hat man dann ein Video gedreht, hat unheimlich viel geredet, viel Liebe, Energie reingesteckt und auch ein bisschen Gehirnschmalz. Und da hast du dann nach einem Jahr 1,10 Euro an so einer Folge verdient. Ganz ehrlich, ich habe da draußen zwei Frauen und zwei Kinder und eine Frau sitzen, zwei Hunde und einen Garten, der auf mich wartet. Ich mache das unheimlich gern. Ich spiele unheimlich, das ist wie eine Sucht. Ich spiele so gern. Aber spielen und Folgen drehen ist ein kleiner Unterschied. Denn wenn ich spiele, dann rede ich nicht so viel mit mir selbst. Und deshalb wäre es schön, dass ihr mir ein bisschen wenigstens, es kostet euch nichts, es kostet euch kein Geld, sondern ihr lasst mir einfach ein verdammeliges Like da.
Der Hintergrund bei dieser Geschichte ist, ich muss noch gerade ein bisschen Holz holen, ist eh dunkel wie Sau. Der Hintergrund bei dieser Sache ist, dass ich dann mehr gesehen werde. Meine Videos werden mehr gesehen, desto mehr Likes, desto mehr wird das Video gesehen. Und dann habe ich natürlich auch mehr Zuschauer. Und das gibt mir natürlich dann totalen Aufschwung, Auftrieb, dem Kanal vor allen Dingen. Und dann mache ich auch tatsächlich gerne weiter, auch über Folge 20, 30, 40, 50. Aber es müssen dann so ein paar Sachen einfach stimmen. Und wenn es gar nicht stimmt, dann mache ich da irgendwas falsch. So, hier ist eine Fliege gelandet. Ich hoffe, ihr seht die. Werde ich jetzt hier diese Fliege on air killen? Wir wissen es noch nicht. Achtung! Habt ihr sie gesehen? Das ist mir in den Mund geflogen. Alter, macht Schach ab. Was will die denn jetzt hier? Na gut, okay, auf jeden Fall. Ja, wisst ihr Bescheid, ne? Okay, so, jetzt das Thema Like erledigt. Sollte wohl jeder kapiert haben. Ich werde in jeder Folge mal andrücken oder werde dann sowas drücken. Bam, damit ihr euch erinnert. Und jetzt geht's los. Was haben wir gemacht? Ich habe erstmal hier die ganzen Brocken aufgehoben. Das heißt, wir sind abgestürzt, frisch auf diesen Planeten. Müssen mit dem Transreceiver-Signal natürlich eine Nachricht nach Hause schicken. Und müssen dann, cheers. Apropos, wer den Kanal nicht kennt, holt euch was zu essen, holt euch was zu trinken, irgendwas zu knabbern oder so. Und chillt euch, weil das ist echt tatsächlich, das dauert ja alles ein bisschen länger. Okay, also wir müssen, nachdem wir abgestürzt sind, den Transreceiver aufbauen und um Hilfe rufen und abgeholt werden und so weiter. Das ist der Job. Und deshalb habe ich jetzt erstmal das Raumschiff abgebaut, weil das lag da rum und war kaputt. Und das sind tatsächlich ein paar Ressourcen drin, die wir aufheben konnten. Das war jetzt keine Ressource, das ist unser Starthaus. Das ist quasi ein Spawnpunkt, beziehungsweise und oder auch ein Multiplayer-Hub, in dem ihr euch trefft, beziehungsweise wo ihr dann in der Gruppe euch dann trefft und spawnt. Und ihr seid immer an diesem Punkt. Man kann auch nur einen haben. Im Singleplayer ist es ein wunderbares Lager. Man sieht, das ist ein schönes, großes Lager. Und hier drin, das ist so quasi der Hauptsammelpunkt erstmal hier, die Stelle. Wir haben das Ding abgebaut, das alte Schiff, die Sachen haben wir eingesteckt. Jetzt sehen wir hier noch so ein paar blinkende Sachen. Das sind alles noch Sachen aus dem Schiff. Beschädigte Schiffsmontagemaschine, hier auch, hier auch. Hier unten ist ein beschädigter Schiffsreaktor, also sprich ein Stromgenerator. Und das hier ist ein beschädigter Schiffsforschungs... Wo ist er denn? Computer. Ransombot, keine Ahnung, was das ist, aber auf jeden Fall kann das Ding forschen. So, um das jetzt anzuschließen, brauchen wir als allererstes mal Holz und Kupfer. Denn mit Strommasten können wir das Ding verbinden und können die mit Strom versorgen. Das wäre schon mal nicht schlecht, damit wir die Forschung betreiben können. Gucken wir mal in die Forschung rein. Die braucht solche Basistechnologiekarten. Wenn wir jetzt in die Forschung reinschauen, sehen wir, mit der Basistechnologiekarte können wir Folgendes freischalten. Das, das, das und dann würde es weitergehen mit anderen Sachen. Ich bin auf das Militär aus, weil ich erstmal Verteidigung brauche. Denn wenn wir auf der Karte schauen, sehen wir schon das erste Nest hier. Und das würde ich ganz gerne rannehmen, dass wir es los sind. Die Bots können ganz gut helfen. Das sind schöne, die Kompagnons sind schöne Gehilfen. Die sind ein bisschen genervt worden, also ein bisschen Downsizing gemacht worden. Die sind ein bisschen schlechter jetzt. Extra, weil die vorher ein bisschen imbar waren im Early Game. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. So, also wir brauchen Kupfer, wir brauchen aber auch Eisen, wir brauchen Kohle, wir brauchen eigentlich alles. Und um das zu gewährleisten, müsst ihr das mit Fliege töten, die hier rummacht. Und dann muss ich natürlich wir erstmal hier ein bisschen Eisen scheffeln. Eisen scheffeln, indem wir die ersten Brennautomaten hinstellen. Einen von diesen netten Drohnen packe ich mal ein. Stecke ich mir in die Tasche. Und nehme da mal ein bisschen da das Kupfer raus. So. Die Modliste kommt in der nächsten Folge. In der nächsten Folge kommt eine dedizierte, extra für euch erstellte Erklärung aller Mods, so dass man auch wirklich weiß, was für Mods verwendet werden und man es nachspielen kann. Genauso wie der Seed von der Karte, dass wir einen Karten-Seed haben, auch das werde ich dann einfach mal so machen. Und in der ersten Folge zieht sich es immer so lang hin, das ist irgendwie blöd, wenn man dann so ewig rumbraucht und so, das mag ich nicht. So, also, okay, dann bauen wir mal hier weiter. Wir bauen ein paar Öfen. Öfen, warum? Wir setzen die Öfen genau vor die Brennautomaten, alles klar. Dann nehmen wir uns das hier mit Control und der rechten Maustaste können wir hier das Material verteilen. Das wird dann immer hälftig abgegeben. Das ist okay, aber es ist natürlich jetzt nicht eine richtige Aufteilung. Es gibt dafür einen Mod, dass uns das so macht, dass wir es, wenn wir markieren, wir wollen die alle mit Sachen versorgen, dass es dann exakt passend das macht. Habe ich nicht, brauche ich auch nicht. Ich drücke Control und Rechtsklick, das reicht mir. Hier ist schon mal die erste Änderung zum Original Vanilla Game. Wir haben hier unten tatsächlich in dem Ofen eine Konfiguration. Die Konfiguration sagt entweder, wir machen Steine oder wir machen hier Eisen bzw. Kupfer bzw. seltene Metalle. Wir machen hier Eisen, habe ich ausgewählt. Jetzt hat er die Programmierung Eisen. Ich drücke Alt
dann habe ich eine Ansicht, die mir hilft, dass ich sehe, was passiert denn hier eigentlich? Der kriegt Metall, also sprich Eisenerz, und es wird zu Platten gebaut. Das ist das, was dieses Bild mir sagt. Und auch der Pfeil sagt mir, wo die Richtung ist, wo rausgegeben wird. Drücke ich wieder halt, ist es weg. Deswegen habe ich das immer an. Ist nicht so schick, aber ist so. Jetzt drücke ich Shift und die rechte Maustaste, kopiere ich mir diese Einstellung und drücke Shift und die linke Maustaste, dann kann ich diese Settings quasi auf alle Maschinen, die das können, übertragen. Somit arbeiten jetzt hier alle. Alle Abbauer arbeiten, schieben es rüber und die brennen das. Besonderheit hierbei ist, wir können 5 Eisenplatten aus 10 Erzen brennen. Das bedeutet, wir haben quasi doppelte Menge an Material, die wir brauchen. 5 Stück, das sind 10 Eisenerz, das heißt 2 Stück pro Platte. Normal haben wir nur 1 pro Platte, aber was hier schön ist, es werden die ganzen reingeladen, also die 10 Stück werden reingeladen, damit ein Brennvorgang gestartet, nur dann läuft der Ofen. Das hat alles Vor- und Nachteile, werdet ihr gleich sehen. Außerdem meine ich, dass es später auch noch Optionen gibt, das zu ändern. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. So, okay, mit anderen Rezepten meine ich. Jetzt baue ich mal hier ein paar von den Förderern. Wir brauchen nämlich Kohle ohne Ende am Anfang. Nicht Kohle in der Tasche, sondern Kohle hier im Spiel. Und dann setze ich jetzt einfach mal hier eine lustige Schlingelingel-Reihe an Erzförderern, die sich quasi selbst erhalten. Die Selbsterhaltung bei den Erzförderern ist ziemlich cool bei der Kohle, denn wir können es so machen, dass die also quasi alle ineinander reinliefern. Und dem ersten geben wir jetzt mal hier von mir aus ein Stückchen Holz. Und jetzt fängt er an und liefert das raus und liefert ins nächste. Und liefert ins nächste. Und so geht es immer weiter, bis die alle laufen. Und dann laden die sich gegenseitig voll bis zu, ich weiß nicht, 100 Stück, glaube ich, pro Brenner. Und der ist jetzt wieder ausgegangen hier. Der erste ist wieder ausgegangen, seht ihr das? Weil das Holz nicht so lange gehalten hat. Aber die Kohle hält länger. Somit kommen wir jetzt langsam die Runde rum. Achtung, gleich sind wir hier, jawohl. Dann sind wir hier und dann haben wir die Runde einmal geschafft. Alles nur gestartet mit einem klitzekleinen Stückchen Holz. Und jetzt laufen alle und die können wir dann immer wieder abfarmen hier und können uns quasi abholen, was wir brauchen an Kohle. Und dann stimmt die Richtung. Okay, apropos Kupfer, wir brauchen natürlich auch noch Kupfer. Bauen wir uns noch ein paar von denen hier. So. Das Schöne ist halt eben, wenn man die Mod hat, kann man sagen, hey, bauen wir mal den Quatsch hier weg und dann fliegt der los und baut den Kram ab, genauso wie er Blaupausen auch hinbaut. Ich kann also sagen, ich kopiere mir das hier und setze mir das hier hin. Okay, das wäre jetzt natürlich sinnlos, weil wir da tatsächlich nur Kupfer abbauen. Kopiere mir das hier oben und setze mir das hier hin und da gibt es gleich eine Besonderheit und zwar ist die Besonderheit, dass er hier programmiert ist auf Eisen. Also gehe ich dann, wenn ich es habe, rein in das Setting und sage ihm, Junge, nein, lass das sein. Du sollst kein Eisen machen, sondern du sollst natürlich Kupfer brennen. Dann markiere ich mir das, Shift und links. Und wenn der letzte auch noch hingesetzt ist, habe ich nicht gebaut oder was? Hallo? So, wenn der letzte auch noch hingesetzt ist, sage ich dem auch noch mit Shift und links, dass er den bitte umändern soll. Er hat einen, okay, oh Gott sei Dank, der braucht ja länger wie ich. So, Shift und links und dann ist es alles hier umgesetzt auf Kupfer. Funktioniert. Und jetzt brauchen wir natürlich noch ein bisschen Saft zum Starten. Holen wir uns hier drüben die Kohle ab. So, Control und Linksklick können wir uns alles rausholen. Und jetzt machen wir hier rechte Maustaste, den Kram da reinschieben. Wie gesagt, das ist nicht ganz fair, weil der hat jetzt 7, der hat 11 und der hat 43 und der hat 86. Aber grundlegend ist das schon mal schön aufgeteilt. So, die laufen. Und wenn die fertig sind, können wir uns jetzt Kupfer abholen. So, Eisen läuft, Kohle läuft, Kupfer läuft. Das ist schon mal sehr gut. Und jetzt gucken wir uns da unten an, was wir eigentlich machen müssen. Beziehungsweise wir bauen das Eisen noch ein bisschen weiter aus. Denn wie immer brauchen wir Eisen unheimlich viel. Also es gibt nichts, was wir mehr brauchen, glaube ich, bei Factorio wie Eisen. So, noch einen hin. Wir können gar nicht mehr bauen und keine Steine mehr. Gut, Steine sind hier. Steine empfehle ich euch nicht auf dem Feld abzubauen, sondern baut die Steine, wenn sie hier liegen, ab. Denn es gibt natürlich viel schneller viel mehr Stein. Und macht natürlich dann auch mehr Sinn, wie jetzt sich da unten hinzustellen mit der Hacke und es einzeln abzubauen. Natürlich später müsst ihr Abbauer draufbauen, müsst Steine produzieren für Mauern, für alles. Ihr braucht für alles Steine. So, das dahin. Und jetzt noch ein paar Öfen neben dran geklatscht. Dann ein bisschen Kohle rein und dann läuft das. Deswegen habe ich das für die Kohleabbauer gemacht, dass wir da möglichst schnell viel Kohle bekommen, um dann hier alles betreiben zu können. Das ist voll wichtig. So, also, los geht's. Die blinken noch. Die kommen da oben drauf.
die drei Stück. Wir holen uns da unten mal den Kram ab. Wir gucken mal, was wir schon rausholen können. Und dann laufen die auch schon. Ziel ist es natürlich hier, uns heute in dieser Folge noch einen Plan zu erstellen, wie wir hier weiter vorgehen möchten. Bedeutet, unterm Strich möchte ich wissen, wie wir hier ausbauen. Das bedeutet, ich würde vorschlagen, dass wir die Schmelzen hier hinsetzen. Schmelzen unterhalb des Eisens. Hier alles hinführen, schmelzen. Hier mal später einen Input machen, wo wir groß anliefern können. Auf der Seite, dass wir uns das freilassen mit dem Wald, dass wir sagen, nein, der Wald bleibt erstmal unangetastet, mehr oder weniger. Und hier kommt dann der Input für die gesamte Basis rein. Und hier oben geht dann die Produktion los. Produktion für Forschungssachen, für alles, was wir brauchen, alle Teile. Wir machen hier ein Bussystem, ein Viererbus möchte ich ganz gern machen. Den habe ich ganz gern. Ich stecke mal da ein bisschen Holz rein, damit er weiterläuft. Die müssen wir noch umprogrammieren. So, jetzt laufen die auch. Also ein Viererbus-System würde ich ganz gerne hier oben hinsetzen. Einmal Viererbus-Kupfer, Viererbus-Eisen. Das können wir später auffüllen. Oder wir bauen in diese Richtung, da wissen wir nicht, wo das Ende ist. Können wir gerade mal gucken gehen. Und ich finde, meine Farbe ist hässlich. Ich müsste rot sein. So. Viel besser. Ja, oh, viel besser. Okay, gut. Also wir laufen mal in die Richtung, gucken mal, was da oben rauskommt. Ziel ist es halt eben auch, vor Space Age. Das kommt am 21. Oktober raus. Wir haben heute den 7. August, bis zum 21. Oktober mit dieser Staffel fertig zu sein, dass wir dann frisch in Factorio Space Age starten können und dann schon mal ziemlich geskillt hier an der Line stehen und wissen, wie was läuft. Klar, wir hätten auch Space Exploration spielen können, aber das ist mir dann wieder zu ähnlich. Da habe ich dann vielleicht keinen Bock mehr drauf, wenn dann Space Age rauskommt. Deshalb hier die Wahl auf Crastorio 2. Wir können diese Richtung bauen, haben wir schön viel Platz, das machen wir auch wunderbar. Hier nehme ich mal ein paar Bäume mit. Dude. So, es fällt euch vielleicht auf, ich habe in den Settings ausgestellt die Klippen. Die Klippen gehen mir ultramäßig auf den Sack. Also es gibt nichts, das mich mehr nervt wie Klippen beim Basisbau. Natürlich ist da ein schöner Schutz, das weiß ich. Schöne Schutzwelle, das ist super toll, das darf man nicht verkennen. Ja, ist ganz klar. Aber die Fliege ist tot. Wenn ich einen Frosch stelle, würde ich sie essen. Aber die hat in meinem Büllchen gesoffen, die ist umgefallen. Aber der Schutz ist mir nicht so viel wert, wie das Nerven, indem sie uns da auf den Sack gehen mit diesem nervigen Scheiß, den da die Klippen immer von uns wollen, wo du dann nicht weiterbauen kannst, dann musst du dann die Line hier lang ziehen und dann musst du die Mauer unterbrechen und dann, nee, keine Klippen, bitte nicht. Okay, also nur, dass es euch wundert, dass wir keine Klippen haben, ich habe sie einfach ausgeschaltet. So frech war ich. So, der sammelt weiter Holz, wenn er fertig ist, schiebt er uns das hier ins Inventar rein. Ist eine ganz tolle Drohne, ein ganz toller Arbeiter, der braucht halt eben auch Kraftstoff und das ist auch wichtig, ne? Dass der Kraftstoff hat, der Arme. So, okay, also wir haben gesehen, da oben ist frei, wir können diese Richtung expandieren ohne Ende. Und das machen wir auch. So, jetzt habe ich erstmal alle Maschinen durchgelootet. Und bedeutet, wir können jetzt mal hier anfangen mit der Produktion, die wir hier an diesen Geräten geschenkt bekommen haben, über was zu erforschen. Wir fangen an mit der Forschung. Ich würde ganz gerne diese Chipkarten bauen. Die Chipkarten brauchen Holz und Kupferkabel. Kupferkabel sind hier. Das heißt, ich sag mal, bitte Kupferkabel produzieren. Er braucht natürlich auch Kupferplatten dafür. Die schmeiße ich mal da rein, jetzt händisch. Nicht alle. Wir brauchen nämlich noch Strommasten, sehe ich gerade. Strommasten, Strommasts, Strommäste, ich weiß es nicht. Egal, die bauen wir uns jetzt auch mal schnell hier, so, genau, also haben wir hier Abstand, tak, 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 da geht's nicht, da setzen wir da hin, setzen wir hier hin, so, einfach mal ein bisschen Strom verteilt, das wird ja eh nachher abgerissen, der Scheiß, aber im Moment ist es wichtig, die Maschine arbeitet schon. Hört sich super geil an. Wir werden einige solche Elemente haben, wo wir sagen, wow, geil, wie sich das anhört, wie die so funktioniert und wie die so aussieht, ja, wie das sich, ich mach mal hier kurz die Anzeige weg, Alt drücken, ist weg, schaut mal, die stanzt richtig was, die arbeitet richtig, die macht jetzt also die Kupferkabel und auch immer gleich richtig, die haut richtig raus, ja, das nennst du das hier so, 1, 2, nein, die macht gleich 8, ja, also schon gut, Kupferkabel bauen wir hier. Die bringen wir dann hier hoch und da kommt dann rein, wir wollen das hier bauen, da brauchen wir also Kupferkabel und Holz und dann fängt die auch schon an zu brummen hier und der geben wir mal einen Output. Wir nehmen jetzt momentan auch befeuerte Erzförderer, weil befeuerte Erzförderer müssen wir so lange benutzen, bis wir hier unten sind. Also wir forschen das hier,
Das ist der Automatisierungskern, das ist quasi ein Bauteil, das erste Bauteil, was wir brauchen, um dann das hier freizuschalten. Und dann gehen wir runter in Richtung, ich glaube sogar rot noch, rot und dann hier rein, Logistik. Und da bekommen wir die Arme, das heißt, wir müssen tatsächlich die roten Kerne erforschen, die roten Schaltkarten, die roten Forschungschips, nenne ich sie mal. Und dann geht's weiter. Aber in diesem Sinne, da unten werden die produziert, hier oben werden die Karten produziert. Die werden dann runter transportiert. Ach, warte mal. Produzieren wir doch hier die Karten. Hier. Das ist schon mal drin. Das ist schon mal auch drin. Da haben wir schon mal zwei, die jetzt produzieren. Auch lustig. Und dann nehmen wir uns Förderbänder. Man nennt mich auch Mr. Handcraft. Die Staffeln verfolgen, die hier Kanalsupporter sind. Die werden das natürlich alle wissen, ist ja ganz klar. Mr. Handcraft ist tatsächlich noch nicht tot, er ist immer wieder da. Und dann fördern wir das hier rüber. Und ja, genau. So, wenn ich jetzt anfange mit Grüßen, wird es natürlich schwierig, denn das geht vom Helmut über die Bonnie zum Timo, über den Basti und über den Michael und Muttertier und jetzt dann haben wir noch den Ben und die ganzen Verrückten auf dem Discord-Kanal. Jetzt wird der eine sagen, er hat mich gar nicht genannt, der Arsch. Ja, weil das mein Gehirn einfach nicht schafft. Aber am Ende der Folge werde ich natürlich genannt. Und wenn jemand mit mir schreiben möchte oder Ideen hat, kann er gerne auch am Discord aufschlagen. Ob ich es umsetze, ist eine andere Sache. Aber man kann mal die Idee einfach mal loswerden. Und ja, genau. Der Discord-Kanal verdreht alles, nur keine echten Klugscheißer. Das heißt, so Klugscheißer, so lockere Klugscheißer sind gut. Aber jemand, der einem richtig auf den Sack geht, der braucht nicht kommen, weil, nö, brauchen wir nicht. Das können wir schön selbst, sage ich mal so. So, also wir produzieren hier diese wunderbaren Karten. Hier oben produzieren wir die auch. Schaffen wir die immer von hier oben auch da runter, würde ich sagen. So, da drauf. Den da rein und gehen wir gleich nochmal Futter. Immer schön Futter reinhauen, dass die auch schön lang halten, weil die nachher nachzufüllen, das ist ja voll übel. Ich hoffe mir einfach, dass wir die so lange laufen lassen mit einer Ladung, bis dann zum Schluss der ganze Kram eigentlich elektrisch wird. Also, dass wir die Elektrifizierung haben. So, zuerst starte ich jetzt mal die Geschichte. Wir sehen, dann wird das freigeschaltet, dann machen wir als nächstes das. Und dann gehen wir instant darauf, dass wir auf jeden Fall gleich diese elektrischen Arme haben. Wenn die roten Karten geforscht sind, sehen wir auch, was sie benötigen. Aber das sehen wir halt eben dann, je nachdem, wie wir das jetzt, was wir dann brauchen. Das Thema hier bei den Basiskarten ist so, wir brauchen Bäume. Habt ihr ja gesehen, wir brauchen Bäume und Kupferkabel. Bäume ist ja ein Gut, was hier im Wald rumsteht. Aber wir haben hier die Möglichkeit, auch Bäume in Häusern herzustellen. Das heißt, wir haben das Gewächshaus. Das können wir dann quasi freischalten. Und in dem Gewächshaus wird dann aus Wasser und ich glaube nur Strom, ich bin mir aber nicht sicher, wird dann Bäume gemacht und die Bäume können wir dann auf ein Band legen, können sie quasi in den Produktionsprozess mit einfließen lassen. Das finde ich ganz gut. So, und jetzt können wir auch hier wieder nachfüllen, denn wir sehen, da blinkt schon wieder und holt sich da einen ab. 11, 133, 26, 38, okay, gut. Nehme ich die mal raus und fummel das mal so ein bisschen darüber. Okay, so, gut. Dann läuft das noch ein bisschen. Wir holen uns das Eisen natürlich wieder raus, wenn wir schon hier oben sind. Wir holen uns unten das Kupfer ab. Und so machen wir das jetzt am Anfang ein paar Mal. Dass wir im Kreis laufen bei unseren kleinen Pferdchen hier und uns quasi das Geld abholen, was wir vorher eingefahren haben. Und ja, okay, 180 Stück, die können wir wieder reinschmeißen bei den Platten. Bäume sind noch genug im Lager hier in der Tasche. Energie, Windturbinen, die Energie wird momentan bereitgestellt. Von einem Sponsor. Der Sponsor nennt sich hier beschädigter Schiffsreaktor. Wir schauen mal in die Grafik. Wir sehen schon, die Bedarfsdeckung ist nicht ganz da. Wir erzeugen 240 kW, brauchen aber 269 kW. Das heißt, der ist schon ziemlich am strugglen. Sagt man am strugglen? Er hat dafür Probleme, der Arme. Und das helfen wir ihm jetzt aus, indem wir hier Windturbinen bauen. Steht ja auch da. Erzeugt eine geringe Energie an Wind. Eine geringe Energie, Menge Energie durch Wind. Die setzen wir jetzt mal rein, da gucken wir mal. Und schon sind wir wieder im Grünen. Tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben jetzt hier ein bisschen aufgestockt.
und wir machen 19,4 kW über ein Windrad. Und dann werde ich nochmal ein weiteres Windrad hinklatschen. Es gibt jetzt hier einen Windpark. Da werden gleich hier die Bürger aufstehen und demonstrieren und sagen, nicht bei uns. Ja. Okay, so. 280 kW, das passt. Da war ein bisschen Luft. Die Maschinen arbeiten. Den stecken wir nochmal die Hälfte an. Oh, wir haben gar keine. Da müssen sie rein. Wenn die fertig sind, werden die dann verteilt. Okay, das läuft erstmal mehr oder weniger semi-automatisiert. Und ja, gut. Okay, also das heißt, Planung, wie wir es machen, haben wir gesagt. Da oben, da unten, hier Bums, überall, hier Schmiede, Brennung. Und deswegen müssen wir jetzt mal hier ein bisschen Gas geben. Wir bauen zuallererst mal Schmieden. Und das Material wird dann rechts angekartet sein. Da wir die Bösen sind, wird später das Material eingefahren. Ja. Geht da rein, geht dann hier raus. So würde ich es machen. Okay. Ich habe halt eben so ein Bauprinzip. Das würde ich vielleicht jetzt mal heute über den Haufen werfen und ändern. Weil die Öfen ja ganz anders arbeiten, bedeutet, wir machen es mal anders und gucken mal, wo wir bei rauskommen. Wenn wir alles immer gleich machen, dann haben wir ja nichts gelernt. Wir machen es einfach mal anders. Interessant wäre jetzt hier auch zu sehen, wie wir kämpfen. Das bedeutet, wir sehen ja hier, unsere Drohne macht ganz gut Ordnung. Und wir gehen mal runter zum Nest, das Nest noch wegknallen. Wie gesagt, das schafft sie, aber auf einmal wird sie dann zu schwach und wir merken, die kackt ab. Ich kite hier den Spucker und wenn ich schieße, übrigens auch da, Combat Mechanics wurden geändert. Das Schießen an sich hat sich verändert. Wir schießen jetzt also richtige Projektile, die tatsächlich auch eine Flugballistik haben und auch eine Entfernung, wie sie fliegen. Wir schießen nicht mehr automatisch, wir müssen auch richtig zielen jetzt. Das ist alles ein bisschen anders, fühlt sich sehr gut an. Aber wenn man es nicht gewohnt ist, denkt man, warum treffe ich denn nicht? Warum schieße ich denn immer vor den Gegner? Nein, man muss da so ein bisschen wirklich mit einzielen. Auch wenn es eine zweidimensionale Ebene ist, ist es tatsächlich so, dass man da richtig gut schießen muss. Ja, ansonsten bräuchten wir jetzt mal tatsächlich mehr Steine. Gucken wir mal, ob wir da oben welche abbauen können. Ist natürlich so ein Lockangebot, ne? Wir laufen weit und sammeln die Steine hier ein, anstatt da unten das Feld zu beackern. Aber da kommen halt eben sehr viele bei rum gleich und wir müssen nichts machen. Einfach nur die Drohne hinschicken, das ist dann schon so ein bisschen. Ja, das triggert mich dann, das eher so zu machen, anstatt da jetzt unten was aufzubauen. Aber es ist nur eine ganz kurzfristige Sache. Was haben wir noch? 188 Steine. Okay, da können wir schon mal ein paar Öfen bauen. So. Hier sind noch Steine, da sind noch Steine. Und da oben ist noch ein Kupferfeld. Oh, ein schönes großes Kupferfeld. Oh, das ist gut. Schön. Oh, ein fettes Feld. Was hat denn das? 4,6 Millionen, das ist toll. Da dürfen wir auf keinen Fall hingehen, der verreckt die Drohne. Das wird sie nicht schaffen. Die können wir nicht steuern. Die Drohne fliegt los und kämpft. Und wenn sie kaputt ist, haben wir zwar noch einen im Schrank liegen. Aber nee, das ist nicht gut. Okay. So, da gucken wir mal weiter. Was gibt es denn an der Forschung an sich, was uns da jetzt noch so jetzt tatsächlich interessieren würde in der nächsten Zukunft? Wir gucken mal rein. Also wir machen ganz klar, den Kern brauchen wir. Wir brauchen die rote Technologiekarten. Wir brauchen die Logistik, dass wir strombetriebene Arme, beziehungsweise auch Unterführungen, die ersten Lader kommen dann. Es gibt ja also Lader, wo wir richtig Masse durchschieben können im Spiel. Das ist gut. Die langen Greifarme sind da. Die normalen Greifarme, die wir auch einstellen können, ob sie kurz oder lang greifen, beziehungsweise kurz oder lang ablegen. Das finde ich super geil, dieses Ablegen, weil ihr legt uns immer drauf und die hintere Hälfte vom Band ist belegt und die vordere nicht. Und da können wir wirklich einstellen, welcher Lader wohin liegt. Teil der Fließbänder unumgänglich, um jetzt hier die Logistik quasi aufzubauen. Und da würde ich sagen, wir hauen hier tatsächlich noch ein bisschen mehr in Eisenvorbereitung, Eisenerstellung rein und gehen bei der Forschung dann tatsächlich in die automatisierte elektrische Erzförderung. Das macht wirklich Sinn. Und dann, wenn wir es können, wir müssen diesen zerkleinern alle Gegenstände, welche hineingelegt werden. Bei einigen Gegenständen werden einzelne Komponenten übrig bleiben, aber die meisten Gegenstände werden komplett zerstört. Alles klar. Starten. Brauchen wir auch. Und dann brauchen wir hier Steinverarbeitung. Mit der Kraft des Glases sind jetzt viele bisher unmögliche Aufgaben machbar. Erforschung, Stein zu Sand, vermute ich mal, zu Mehl, Sand, genau, und dann Glas, alles klar.
Und es ist auch so, wir haben ja schon mal eine Krastorio-Folge angefangen. Ich habe die schon mal angefangen mit euch. Wir haben, ich glaube, 32 Folgen gemacht oder 18, ich weiß nicht mehr genau. Ich habe viele, viele Staffeln gemacht. Und da ist es auch so gewesen, da ist dann eingeschlafen. Ne? Zuschauerzahl extrem abgenommen. Die Aktivität so von den Zuschauern, ja, nee, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Und dann macht es immer einfach gar keinen Spaß mehr. Das ist voll schade. Ich hoffe eben, dass wir jetzt einfach mit ein bisschen mehr Elan und durch so ein bisschen so dein, du kannst abstimmen, ja, du kannst abstimmen mit deinem Like, ob es weitergehen soll oder nicht. Und das finde ich ja eben echt gut, weil man hat so eine Art Mitspracherecht. Und wenn es einschläft, dann schläft es ein, dann weiß ich, ihr wollt es ja eben nicht sehen. Aber dann muss ich mir nicht über den Arsch hier abjodeln und weiß und denke mir, warum kommt denn keiner mehr und guckt nicht mehr zu, sondern wenn keine Likes da sind, weiß ich, ist halt nett. Macht ihr Likes, kommt ihr über die Grenze drüber, freue ich mich in den Arsch, tatsächlich. Wir haben jetzt gebaut, verdammt, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 machen wir mal, 13, 14, 15 und dann geht es natürlich weiter und zwar so lang, wie es gefällt, ja, logisch, oder ich tot umfall, das kann natürlich auch sein. Okay, so, dann bauen wir hier die Line, das heißt, wir schicken das Material von rechts rein, schicken es links raus und dann hoch, bedeutet, der Output ist in der Mitte, hier ist der Output. So, dann bauen wir nochmal hier auf der Seite auch die ganzen Arme hin. Perfekt, okay. Dann brauchen wir natürlich noch ein paar Fließbänder. Können wir die nicht automatisiert bauen? Können wir bestimmt, oder? Okay, guck mal. Kohle abholen. Kohle verteilen. So. Okay, wir haben genug einstecken. Förderbänder automatisieren. Können wir, indem wir... Was brauchen denn Förderbänder? Förderbänder benötigen Eisenplatten und Eisenzahnrad. Eisenplatten, Eisenzahnrad ist quasi theoretisch hierüber möglich. Das ist zu sagen, wir machen hier Eisenzahnrad. Platten rein. Dann brechen wir das hier mal ab, weil das ist ja eh zu viel. Wir sehen ja, das staut sich hier zurück. Wir haben nur ein Forschungslabor. Raus mit euch. Und sagen hier, wir möchten... etwas anderes herstellen. Wir lassen jetzt nochmal durchlaufen im Zyklus, sonst ist es vielleicht verloren. Aber wir stellen hierher dann in eine Kiste am besten Eisen Förderbänder, Eisenförderbänder, ja genau. Also Förderbänder. Bisschen leiser machen, ne, mir brät sich hier das Gehirn weg. Euch sehr wahrscheinlich auch. Mach schon ein bisschen leiser. So. Okay. Dann haben wir hier. Der legt das da rein. Okay, ja, gut. Wie viel macht er denn davon gleich? 5 Stück oder was? Boah, er macht 5 Stück. Okay, wir ändern den Bauplan und gehen hier auf Förderbänder. Die nehmen wir noch raus. Die verteilen wir dann nachher. Förderbänder werden gebaut. Hier werden Zahnräder gebaut. Wir schicken das Ganze hier runter und hier rein. Und dann brauchen wir natürlich noch einen Einlader. Alles klar, du kriegst Scheiße. Du kriegst Holz und einen Auslader. Der kriegt dann auch noch Holz. Da legen wir ein paar Platten rein. Und dann müsste es eigentlich funktionieren. So, dass wir einfach mal ein bisschen was produziert kriegen, dass wir unsere große Line, unser großes Line-Up da oben machen können. Okay, Technologie wird weiter geforscht. Automatisierung, das sind dann normale Fabriken, die was bauen. Ich glaube, die Rezepte werden trotzdem mal 5 bleiben. Das wird genauso sein, also mal 2. Militär können wir auch nochmal reinhauen, falls es dann wirklich Ärger gibt, dass wir uns wehren können. Steinmauern ist jetzt nicht so primär wichtig für mich, aber Geschütztürme wären nicht schlecht. Müssen wir mal gucken. Okay, so. Was ein bisschen unschön ist, es gibt ja eine andere Mod, um diese Forschungsreihe hier... Ups, da kommen wir später zu. Um die Forschungsreihe... hier oben anzuzeigen. Ich finde, das ist völlig ausreichend. Diese, was sind das? 2, 4, 6 Vorplätze und einen Forschungsplatz. Also Planungsplätze, aber man kann die nicht umsetzen. Ich habe sowieso keinen Knopf gefunden. Man kann sie nur löschen. Man kann sie nicht verschieben oder nach vorne schieben. Nicht mit Doppelklick, nicht mit Rechtsklick, nicht mit Shift und auch nicht mit Control. Dass man sie priorisieren könnte. Das geht hier nicht. Ist nicht so schlimm, aber könnte man vielleicht anders gestalten, so dass man sie wirklich das machen wir anders. Könnte man anders gestalten, dass man sie vielleicht doch noch verschieben könnte. Das kann dieses extra Mod, aber ich habe jetzt möglichst wenig Mods reingehauen zum eigentlichen Modpack. Einfach, weil ich nicht will, dass das noch verfummelter wird, wie es eh schon ist, denn es gibt viel zu tun.
und lassen wir es liegen, sagt man ja so schön. Viel zu tun, lassen wir es liegen oder so ähnlich. Und hier müssten eigentlich Eisenplatten dran. Die könnte ich ja von hier oben runterholen. Wobei, das mache ich jetzt nicht. Wir machen ganz normale hier das ganz normale Line-up fertig und setzen uns hier das Material rein. Das bauen wir jetzt hier aus. Dann wird hier Eisen gebrannt im großen Stil. Und das geht dann hoch und dann, ja, so machen wir es auch. Okay. Ja, gut. Soweit, so gut. Ich finde, das ist gar nicht so schlecht. Als kleines Warm-up, als kleines Start-up. Ich bin ja auch erst wieder frisch jetzt dabei und hier eingestiegen. Das ziehen wir dann hier dran vorbei. So runter. Und bei der Kohle dann hart um die Ecke. So. Richtig, hart um die Ecke und dann da runter und hier rein. Die Dinger werden so gebaut, so mache ich es zumindest immer. Ich lasse hier vorne so einen Schnippel rausgucken und dann gehe ich von oben mit einer Sache drauf. Entschuldigung, völliger Bullshit, was ich hier rede. Das ist ja die Output-Line. Ich schicke natürlich hier die Line drumherum. Ja, die geht drumherum, rum, da runter, rum. Und hier guckt so ein Schnippel raus und da gibt es einen Input für Brennmaterial und ein Input für das Erz. Und dann ist das nie gemischt, sondern liegt immer getrennt und das ist natürlich sehr wichtig, sonst gibt es da unten Stau und dann ist nur noch Kohle da anstatt Eisen und dann arbeitet die Maschine nicht mehr. So, das funktioniert, das läuft, da unten den Spiep, den ziehen wir uns jetzt noch dazu. Die Greifarme haben niemals Material erhalten von mir, deswegen blinken die auch, die neuen. Aber die funktionieren. Und hier sind auch schon 4. Boah, wer will es denn glauben, hey? 4 Förderbänder drin. Aber das lassen wir mal schön bauen. Und wenn wir jetzt die nächste Folge starten, dann haben wir das alles am Start. In der nächsten Folge gehen wir komplett den Modbaum durch. Das bedeutet, wir gehen die gesamte Modliste durch. Ich erkläre, welche Mod was macht. Das wird dann ganz kurz ein bisschen trocken und staubig. Aber dann wisst ihr auch ganz genau, was ihr quasi so, was ihr so braucht, beziehungsweise was hier alles installiert ist und wo wir hier hinkommen werden, hoffe ich doch. Und außerdem gucken wir uns die Seed an. Ich glaube, das ging so, dass man es hier aufruft und dann Seed schreibt. Nein. Es geht auf jeden Fall. Da ist er. Die Seed dieser Karte ist 7999527767. Das schon mal vorweg. 7999527767 ist die Seed der Karte, der quasi der neuen Crastorio-Staffel, Crastorio 2. Und in Vorbereitung auf Space Age. Jo, okay, also das war's. Wir sehen uns und denkt bitte an das Liken, nicht vergessen. Und ich bin gespannt, wie schnell es jetzt klappt und wie schnell die nächste Folge raus muss. Ich produziere die ja schon mal vor, ist ja ganz klar. Sonst kann ich ja nicht liefern, wenn ihr bei 50 ankommt. Aber ich bin gespannt, wie das läuft. Ist ein Test, ist mein Test. Meine Idee gewesen. Ich habe mir meinen Kopf zerbrochen. Und ja, also, danke, bis dann. Ciao, ciao. Underdog.